Wir machen heute weiter beim Thema Gleichung lösen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz: Eine Gleichung, das Wort ist gleich, bedeutet, wenn ich es mit einer Waage vergleiche, die beiden Waageschalen sind gleich schwer. Wenn ich etwas auf der einen Seite drin habe, muss ich es auf der anderen Seite auch drin haben. Oder wenn ich es rausnehme, muss ich diesen Rausnehmen-Prozess auf beiden Seiten machen. Dann bleibt die Waage im Gleichstand. Nochmal für euch: Einfach nach diesem Begriff suchen, Björn. Leerzeichen, Köhler, Leerzeichen, Mathe und das bei YouTube eingeben, dann findet ihr den Kanal und wenn ihr den abonniert habt, dann sowieso. So, die weitere Wiederholung, die mache ich jetzt, da mache ich jetzt eine Pause. Wer will, der guckt sich die anderen Videos zu dem Thema an, Teil 1 und 2. So, wir haben also geklärt, nochmal wiederholt, da kann man sich die anderen Videos dann nochmal angucken. Das geht auch mit größeren Zahlen, Kommazahlen und so weiter, aber wir wollen uns jetzt nicht mit den großen Dingern praktisch die Arbeit zusätzlich schwer machen, das ist jetzt gar nicht wichtig. Uns geht es ja um die Vorgehensweise, dass man da keinen Quatsch macht. Wir machen mal eine Aufgabe dieses Typs, also nicht mit so großen Zahlen, aber dieses Typs, also mit Zusammenfassung und so weiter. Die machen wir jetzt als nächstes. Folgendes Beispiel: 17 minus 4 plus 2x minus 8 ist gleich 1. Ist mir gerade so eingefallen. Wir wissen ja, wir können immer die Probe machen. Pause, zu Hause wird jetzt auch geübt und dann geht das los. Also, diese Aufgabe bedeutet, dass ich zu Anfang zusammenfasse. Das ist ganz wichtig, zusammenfassen. Denn ich habe ja hier, die x muss ich gar nicht unterstreichen, ich habe bloß ein Ding, was sich mit x beschäftigt. Aber 17 minus 4 und minus 8 muss ich als 5 zusammenfassen. Nochmal Probe, 17 minus 4 ist bloß noch 13 minus 8 ist 5. Und dann die 2x dahinter schreiben. Jetzt kam die Frage schon, kann ich auch 2x plus 5 schreiben? Natürlich. Die 1, die ist jetzt unberührt. Jetzt geht es tippeltappeltour weiter, minus 5 und tralala. So, ich mache wieder kurz Pause und schreibe die nächste Aufgabe hin. Nächste Aufgabe zum Üben. 28 ist gleich 2x minus 3 plus 4x plus 3. Und Action. Ich muss zusammenfassen, hier habe ich 2x und 4x sind 6x und minus 3 plus 3 hebt sich auf. Also plus 0 muss ich nicht dahinter schreiben. Jetzt kommt die Tippeltappeltour durch 6. Dann entstehen erstmal 28 Sechstel. Das kann ich kürzen als 14 Drittel. Jetzt ist das ja kein echter Bruch, ne? Jetzt ist ja der Zähler größer als der Nenner. Wir lassen das hier so stehen. Jetzt könnte man sagen, gut, 14 durch 3, da kann ich sagen, das ist 4 und 2 Drittel. Was nützt mir diese gemischte Zahl 4, 2 Drittel? Die nützt mir schon was, aber im Moment nicht. Was ist denn, wenn ich mit der Zahl mal weiterrechnen muss? Da muss ich sie wieder zurückverwandeln, ist eine Zeile mehr. Bringt nichts. 14 Drittel stehen lassen, kein Problem. Noch eine Sache. Nehmen wir mal an, ich hätte geschrieben nicht 4 2 Drittel, sondern 4 1 Drittel und merkt das gerade. Dann nicht radieren, nicht so durchstreichen, sondern dann wird es so dick übermalt, bis hier wieder eine 2 Drittel entsteht. Die Zahl lässt sich leichter sehen, als wenn ich schreibe 4. Was wollte ich sagen? Ein Drittel ist ja falsch. Durchstreichen und eine 2. Wie sieht denn die Zahl aus? Die ist explodiert, ne? Da sieht man nicht mehr diesen Zusammenhang, dass es eigentlich 2 Drittel sein sollten. Natürlich, beim Kürzen macht man das, aber nach dem Kürzen schreibt man immer sauber ab. Nächste Aufgabe. Tja, und was passiert, wenn ich so eine Aufgabe habe? Hier steht ja 15x plus 3 ist gleich 10x. Was? Auf der anderen Seite auch noch x? Plus 8. Ach du liebe Zeit. Jetzt gibt es eine Regel, eine ganz einfache Regel. Man sagt, wo sind denn mehr x? Na hier. Hier sind mehr x. Dann lassen wir die da und nehmen die weg. Wir lassen die da, wo die mehr x sind und nehmen sie hier weg. Mal sehen, wie das aussieht. Ich sage ganz einfach, wie kriege ich die weg? Wie kriege ich 10 Äpfel weg? Minus 10 Äpfel. Wie kriege ich 10 x weg? Minus 10x. Dann sieht das so aus. Jetzt, ich schreibe es jetzt diesmal nochmal hin. Also hier, ich will jetzt der erste Schritt, die mehreren x da lassen und die wenigeren x töten. Jetzt schreibe ich nochmal ab, damit das besser auffällt. 15x plus 3 Platz lassen, 10x plus 8. Und jetzt nehme ich die weg. Minus 10x, minus 10x. Und das kennen wir. Vom Zusammenfassen. Jetzt fasse ich zusammen. Diesen Kram zusammenfassen. 15x minus 10x ist bloß noch 5x. Plus
plus 3 wurde ja nicht berührt. Ne? Wir wissen ja, Äpfel und Birnen darf man nicht vermischen. 10x minus 10x, nichts mehr. Hier bleibt nur noch die 8 stehen. Ja, und diesen Aufgabentyp, den kennen wir. Der ist jetzt wieder leicht. Warte, hier gibt es eine Frage. Also, erste Frage war, kann man diese Zwischenzeile weglassen? Na klar, natürlich. Macht man ja dann später auch. Ich wollte hier nur noch mal zeigen, was dann wirklich passiert, dass man eigentlich dann nur wieder was Bekanntes macht, nämlich zusammenfassen. Und jetzt kam die Frage, was ist denn mit diesem Plus hier? Warum ist denn das nicht mehr da? Wir wissen doch alle noch, früher in der ersten Klasse haben wir uns mit negativen Zahlen gar nicht beschäftigt. Wenn man nichts hinschreibt, ist positiv gemeint. Und dann kann man es auch weglassen. Wenn da nur eine 8 steht, ist eigentlich plus 8 gemeint, aber das sagt kein Mensch. Oder sagst du, ich habe plus 4 Euro in der Tasche. Dann sagt ein anderer, ich wäre froh, ich habe minus 4 Euro Schulden bei meiner Oma. Okay, das schon, aber das Plus sagt man dann nicht. Man darf es getrost weglassen, genau. Ja, was jetzt passiert, ist wieder leicht. Das ist Pillepalle, ne? Da muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Der nächste Schritt heißt minus 3. Erst die Strichrechnung, dann steht hier 5x. Ich lasse jetzt die Zwischenzeile natürlich weg. 8 minus 3 ist 5. Ich teile durch 5 und x ist 1. Jetzt kann ich die Probe machen. Mache ich dann auch gleich. Gibt es noch Fragen bis hierher? Oder soll ich gleich die Probe machen? Ich mache die Probe, ne? Das heißt, die Probe bedeutet ja, ich muss in die originale Gleichung einsetzen, was bei x rauskommt. Also das hier. X ist das, ist 1. Und ich muss dann hier oben in die originale Gleichung das einsetzen. Ich schnapp mir die Gleichung nochmal, die da hieß 15, jetzt hätte ich beinahe x geschrieben, mal, und jetzt kommt die 1, plus 3 soll genauso sein wie 10x, habe ich schon wieder das x gemalt, 10 mal 1 plus 8. Jetzt probieren wir mal, ob das richtig ist. 15 mal 1 ist 15, plus 3 ist 18. Hinschreiben. 10 mal 1 ist 10, plus 8 ist, jawohl. Also, das war richtig. Fragen. Also hier die Aufgabe, 28x minus 4 plus 10x ist gleich 12x plus 26. Dran denken, zusammenfassen und wo sind mehrere x'e? Die zuerst töten. Diese Aufgabe, jetzt hatten wir überlegt, kann man nicht alles gleich in einem Schritt machen? Ja, ja, natürlich. Ich könnte das zusammenfassen, mir ersparen, indem ich gleich 12x abziehe. Aber dann muss ich höllisch aufpassen. Dann muss ich 28x plus 10x minus 12x auf einen Schlag rechnen. Vorläufig machen wir es ruhig mal tippeltappeltour. Also nochmal, lieber eine Zeile mehr schreiben, als sich verrechnen. Das wäre ein Jammer. Der Rest müsste sich klar ergeben. Also wer jetzt zu Hause da sitzt, der müsste jetzt die Pause-Taste drücken und seine Aufgabe kontrollieren, falls er nicht 15 Dreizehntel raus hat. Ich muss jetzt nicht mehr dafür zu sagen, das wäre Schmuck am Nachthemd. Ne? Das kann ja jeder mittlerweile. Ich werde gleich die nächste Aufgabe basteln. 4 minus 12x plus 8 ist gleich 3x plus 15. Und Action. So, jetzt ist hier eine Falle eingebaut, nämlich hier steht minus 12x. Jetzt denkt man, mehr x sind hier, ne? 12x. Ich hatte ja vorhin mal gesagt, immer die x komplett unterstreichen. Hier ist es Quatsch, man braucht es nicht zu unterstreichen. Aber wir müssen uns darüber klar werden, das sind Schulden-x. Minus 12x, die sind weniger als 3x. Demzufolge sind hier mehr. Jetzt müssen wir das Gegenteil von minus 12x zuerst machen und das ist nun mal plus 12x. So geht's weiter. Und der Rest ist dann wieder leicht. Also bei dieser Aufgabe sah es so aus, dass wir gesagt haben, dass scheinbar mehrere x hier auf der linken Seite wären, aber wenn man an das Unterstreichen denkt, merkt man, es sind minus 12x, also Schulden-x. Also das Gegenteil davon, denn wir lassen die mehreren x da, wo sie sind, heißt plus 12x, heißt auf der nächsten Zeile 4 plus 8 ist 12, auf der nächsten Zeile 3x und 12x dazu sind 15x und die olle 15 hier hinten, die bleibt so blank stehen. Der Rest ist dann Tippeltappeltour. Wir kommen auf minus 1/5. Große Frage, stimmt denn das? Das wird mit der Probe erledigt. Man sieht hinterher, dass es stimmt, aber die Probe war doch ein bisschen schwieriger als gedacht, denn jetzt habe ich es rot markiert. Die 4 und die 8 zusammen ergibt 12, deswegen habe ich die nochmal rot hingeschrieben. Minus mal Minus ergibt Plus. Ich muss die
minus 12 mal minus ein Fünftel rechnen. Minus mal Minus ergibt Plus, schreibt man am besten erstmal das Plus hin und kümmert sich dann um die Zahlen. 12 mal 1 ist 12 und Fünftel ist der Name. Bleibt so. Auf der linken Seite heißt es 3 mal minus ein Fünftel, 3, da steht ein stilles Plus davor. Also wären es minus 3 Fünftel. Plus 15 bleibt. Jetzt kommt mal endlich die Ansage, jetzt brauchen wir doch mal zum Vergleichen die gemischten Zahlen. 12 Fünftel sind 2 2 Fünftel. Zusammen ergibt es 14 2 Fünftel. Wenn ich von 15 Ganze nochmal 3 Fünftel abziehe, komme ich auch auf 14 2 Fünftel und es hat funktioniert. Daher, wann, ja, ich mache wieder Pause für Fragen.